da ich mit diesem Video jetzt vor euch trete, ist eigentlich nicht meine Natur, beziehungsweise ich wollte nie, dass es dazu kommt, weil ich eigentlich jemand bin, der so Art Konflikte oder wenn irgendwas im Raum steht, das gerne privat löse, bevor ich damit irgendwie an die Öffentlichkeit gehe. Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich lieg Tag und Nacht wach, ich kann nicht mehr schlafen. Ja, ich bin total fertig und ich hätte nie gedacht, dass eine tiefgründige Freundschaft, die ich mit Old Otter, ne, jetzt wisst ihr, um wen es geht, habt ihr auch wahrscheinlich schon in der Beschreibung gelesen, ja, dass so eine tiefgründige Freundschaft, die ich mit Old Otter geführt habe, dass sie irgendwann mal ins Schwanken kommen würde. Ich kann nicht. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Können wir mal kurz? Okay. Ja, also, ich will euch erzählen, worum es geht. Ja, der Old Otter und ich, ne, wir sind eigentlich wirklich richtig krasse Kumpels, ja. Wir können uns leider nicht immer großartig sehen, weil er wohnt einmal in Berlin, ich wohne ja in der Pfalz. Und da ist, sehen wir uns wirklich, wenn es hochkommt, einmal im Jahr, wenn überhaupt. Jetzt zur Corona-Zeit haben wir uns gar nicht gesehen. Das war schon sehr schwierig, aber gut, die Sprachnachrichten und vielleicht das ein oder andere Video, Telefongespräch, hat dann doch immer mal wieder Abhilfe geschaffen. Und ich dachte immer, ja, der Old Otter, also aka Matti oder Matti aka Old Otter, ist so ein Kumpel, dem kannst du wirklich alles erzählen, egal ob es private Natur ist oder sonstiges. Und so haben wir das auch immer behandelt, ne? Wenn er was irgendwie auf der Seele hatte, ist er zu mir gekommen, genauso auch umgekehrt, ja. Bloß irgendwas muss ich zuletzt in ihm ausgelöst haben, ja, was irgendwie in so eine Art Gefühlsausbruch in ihm quasi hervorgebracht hat. Er hat mir jedenfalls mal eine Ansage gemacht per WhatsApp. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir sowas mal anhören müsste von einem so guten Freund. Ich dachte jedenfalls, dass er ein sehr guter Freund ist. Das tut weh, das ist sicherlich was, das muss erst mal sacken. Und wie gesagt, ich habe lang hin und her überlegt, ob ich damit an die Öffentlichkeit trete, ob ich das wirklich dem breiten Publikum so zeigen will, was für eine hässliche Fratze doch dieser Old Otter hat. Ja, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ein ganz, ganz falscher Hund. Und es tut mir weh, es tut mir weh, aber ich muss euch einfach diese WhatsApp Nachricht einfach mal jetzt zeigen, dass ihr mal reinhören könnt. Garniert wird das mit schönen Thumbnail Bildern meinerseits, dass es halbwegs erträglich ist. Es ist harter Tobak, ne? Also wenn Kinder zuhören, haltet ihnen bitte die Ohren zu, weil es werden wirklich auch krasse Schimpfwörter benutzt. Ich weiß nicht, was ihn dazu veranlasst hat. Wir haben noch nie uns gestritten oder sonst was. Aber anscheinend ist es der Neid, Missgunst, ich weiß es nicht, weil er vielleicht noch kein Affiliate ist bei Twitch und es wahrscheinlich auch in 100 Jahren nicht erreichen wird, ja. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Es tut mir jedenfalls weh, aber ich habe jetzt diesen Weg gewählt und ich werde euch jetzt die WhatsApp zeigen. Ja, der Lautschmar, der soll ja so gut mit Leuten umgehen können. Ja, naja, ist halt so ein Trugschluss, der bei dir da auf dem Dorf oft herrscht, weil wir wissen alle, du bist ein echt mieser Wichser. Ein richtig abgeranzter Speichellecker. So ein richtiges Arschloch eigentlich, ne? Das muss man schon sagen. Also, das ist meine Meinung gewesen, schon als ich dich kennengelernt habe, zum ersten Mal so getroffen oder wo wir Monster Hunter gespielt haben. Ich dachte mir einfach so, Alter, was ist das denn für ein Spast? Ja, spielt hier Monster Hunter mit uns, lacht,
Ja, weil ich will was Witziges sagen, der will sich doch nur einschleimen. Und da mache ich dann so infantile Witze mit, ey, ich will seinen Schwanz haben, gib mir den Schwanz, ich brauche den Schwanz und so. Und du dann, hihihi, hahaha. Ja, das habe ich natürlich sofort durchschaut und dachte mir so, Alter, du bist so ein arroganter Penner. Weißt du, bist immer fröhlich in deinen Streams, hast nie schlechte Tage und selbst wenn du schlechte Tage hast, dann sagst du auch so, ja, das muss es auch geben. Denk mir einfach so, Alter, so scheiße freundlich, das muss aufgesetzt sein. Einfach so ein richtiger Wichser bist du. Ne, das hat sich auch eigentlich bis jetzt nicht geändert. Also, da muss man wirklich sagen, du bist so ein richtig troll doofer Hund. Einfach, du bist nicht mal menschlich, also man muss dir echt die Menschenwürde aberkennen und sagen, der Lautschmal ist schon ein Hund. Ja, der sagt all das, was man hören will, ist so ein richtiger Yes-Man, weißt du, so einer, der immer Ja sagt. Und ja, verstehe ich ja und dies und das und jenes. So löst man keine Probleme. Entweder man sagt, was man auf dem Herzen hat oder nicht. Und selbst wenn du was auf dem Herzen hast, dann interessiert es mich auch nicht. Weißt du, fühlt sich auch cool mit deinem Vollbart, der nicht mal voll ist, sondern da ist ja so ein Loch drinne im Bart irgendwo. Das ist eigentlich nur 98% Vollbart. Also du bist eigentlich nur 98%, meine ich, 98% Vollbart, Lauchi. Und so müsstest du deinen Kanal nennen. 98% Vollbart, Lauchi. Und deine Streams sind auch so, ne, sitzt da, denkst so, ey, heute wird ein guter Stream, juhu, freut euch, wir spielen heute dieses und jenes super Spiel. Ja, gib doch an, wie viel Geld du hast, damit du die Spiele alle spielen kannst. Das ist sehr belastend für den Rest der Bevölkerung, du Wichser. Ja, so eine Arschgeige habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gesehen. Ich frage mich eigentlich, manchmal gibt es so Nächte, da liege ich nachts wach. Denk an dich und das ist schon schlimm genug, dass so ein Ork-Verschnitt wie du mir den Schlaf raubt, was eigentlich auch verständlich ist, wenn man bedenkt, wie du aussiehst, dass selbst irgendwie deformierte Elefantenmenschen irgendwie Angst vor dir haben und sich Gruselgeschichten nachts erzählen und sagen so, oh, bitte mach das Licht aus, der Lautschmack kommt. Und da denke ich so nach und denke einfach so, ey, warum gebe ich mich überhaupt mit denen ab? Jetzt hat er mir schon wieder mitten in der Nacht eine Sprachnachricht geschickt. Das ist schon schlimm. Weiß er denn nicht, dass ich normalerweise schon um 8 Uhr ins Bett gehe? Aber offensichtlich nicht. Dann werde ich wach, denke an ihn und einfach widerlich. Dann kann ich nicht mehr einschlafen, ist natürlich klar. Ja, dann gucke ich mir zur Beruhigung irgendeinen Horror-Splatter-Film an so und kann dann sehr ruhig schlafen, aber dein Gesicht kriegt erstmal wieder aus dem Kopf. Ne? Und habe ich mich gefragt, woran liegt das? Warum gebe ich mich überhaupt noch mit diesem Arschloch ab? Naja, man sagt ja, ich bin Buddha. Ne? Das sagen sehr viele. Ich bin halt der netteste Mensch auf Erden. Ich habe ein sehr großes Herz. Dazu kommen wir auch gleich später noch. Da ist Liebe für alle drin, auch für so hässliche Missgeburten wie dich. Und da muss man schon sagen, ja, ich will dich hier auf den rechten Pfad leiten. Ne? Stattdessen sehe ich halt ganz viele Leute, die halt sind wie du. Ne? Ich gehe auf die Straße, sehe irgendwelche Poser-Kiddies und denke mir so, boah. Die haben bestimmt Lautschmal kennengelernt, die gucken bestimmt Lautschmal auf Twitch und denken mir so, boah, war ja klar, die Gesellschaft geht vor die Hunde. Das war die Sprachnachricht. Die ging noch um einiges weiter, aber das will ich euch jetzt erstmal ersparen. Das ist schon harter Tobak, was hier gefallen ist. Ich habe es euch von Anfang an gesagt und es ist, wie gesagt, kein leichter Weg. Jetzt damit in die Öffentlichkeit zu treten, ist nicht meine Art. Keine Ahnung, was ich verbrochen habe. Naja, liebe Leute von heute. Das soll es mal von mir gewesen sein. Sorry, dass es diesmal nicht ein lustiges Video ist, wie ihr sonst immer gewohnt seid. Ja. In diesem Sinne, macht's gut.